Der achte und äußerste Planet des Sonnensystems ist Neptun. Und dieser Gasriese mit einem Durchmesser von knapp 50.000 Kilometern gibt uns immer noch große Rätsel auf. Zwar haben schon die Aufnahmen der Raumsonde Voyager 2 vor 30 Jahren gezeigt, dass in seinen oberen Gasschichten kräftige Wirbelstürme toben. Doch noch immer ist unklar, wie genau sie entstehen. Jetzt hat das Hubble-Weltraumteleskop einen neuen, mysteriösen, dunklen Wirbelsturm auf dem Neptun entdeckt. Kommen wir dem Phänomen damit jetzt auf die Spur. Klick zum Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann und nur dann verpasst ihr keins. Herzlich willkommen. Den neuen, laut NASA äußerst mysteriösen Wirbelsturm auf dem Neptun hat das Hubble-Weltraumteleskop schon im Herbst 2018 entdeckt. Doch erst jetzt hat die NASA diese Entdeckung öffentlich gemacht. Und der Sturm ist nicht ohne. Er tobt auf der nördlichen Hemisphäre des Neptun und wird wohl mehrere Jahre andauern. So vermuten es zumindest die NASA-Fachleute. Um den Wirbelsturm herum sind Wolken in hellweiß zu beobachten. Diese entstehen durch die aufgewirbelte Luft, die abkühlt und einfriert. Nach Vermutung von Experten und Expertinnen könnte es sich hierbei um kondensiertes Methan handeln. Vergleichbar mit dem Wasserdampf auf der Erde. Dazu heißt es auch von Seiten des Space Telescope Science Institute, diese Wolken ähneln solchen Wolken mit pfannenkuchenförmigem Erscheinungsbild, die man sieht, wenn Luft über den Bergen auf der Erde aufgewirbelt wird. Solche Stürme auf dem Neptun sind eher selten, auch wenn der Planet wohl einer der windigsten Orte unseres Sonnensystems ist. Es handelt sich hier um den insgesamt sechsten Sturm auf dem Neptun, den wir Menschen mitbekommen haben. Vier davon wurden bereits durch das Hubble-Teleskop aufgespürt. Diesmal wurde der Wirbel bei Routineuntersuchungen entdeckt. Dazu die NASA. Diese Bilder sind Teil einer Reihe von Hubble-Schnappschüssen von Neptun und Uranus, die die Wettermuster auf diesen weit entfernten kalten Planeten aufzeichnen. Doch das Seltsame daran, alle bisher beobachteten Wirbel unterscheiden sich extrem, und zwar in Form, Größe und Wanderungsbewegung. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist wohl lediglich, dass sie nur einige Jahre existieren, anders als der große rote Fleck des Jupiters, der schon seit Jahrhunderten existiert. Doch der aktuelle Wirbelsturm ist nicht ohne. Er soll laut NASA einen Durchmesser von 6.800 Meilen, also umgerechnet knapp 11.000 Kilometern haben. Zum Vergleich, der Durchmesser der Erde beträgt 12.700 Kilometer. Die ersten beiden Wirbelstürme konnten bereits 1989 entdeckt werden. Damals fand nämlich der Erkundungsflug der NASA Voyager 2 Sonde statt. Spannend war auch die Untersuchung eines Wirbelsturms durch das Hubble-Teleskop über einen längeren Zeitraum hinweg, und zwar von 2015 bis 2017. Damals ging man davon aus, dass sich der Sturm von 2017 am Neptun-Äquator auflösen würde. Doch die Simulationen der Fachwelt lagen komplett falsch. Der Sturm zog in die entgegengesetzte Richtung. Er verblasste langsam, als er Richtung Südpol zog. Das macht noch einmal deutlich, dass wir tatsächlich kaum etwas über diese Wirbel wissen, weder wie sie sich bilden, noch wie schnell sie sich drehen. Doch die NASA ist optimistisch und glaubt, das Rätsel bald lösen zu können, denn schon Bilder aus der Vergangenheit zeigten eine erhöhte Wolkenaktivität auf dem Neptun. Und das ist die Schlussfolgerung der NASA dazu. Die Bilder zeigen, dass sich die Stürme vermutlich tiefer in der Atmosphäre des Neptuns entwickeln und erst sichtbar werden, wenn der Sturm seinen Höhepunkt und höhere Lagen erreicht. Große Hoffnung wird weiter in das Hubble-Teleskop gesetzt. Es besitzt die notwendigen UV-Kameras und die Auflösung, um das noch so unberechenbare Wetter auf dem Neptun sichtbar machen zu können. So sollen die äußeren Planeten auch weiterhin langfristig beobachtet und analysiert werden. Laut NASA könnten dadurch atmosphärische Trends nachvollzogen werden und verbliebene Geheimnisse dieser fernen Welt gelüftet werden. Die Spannung bleibt also. Auf dem Jupitermond Europa wurden Geysire nachgewiesen. Er gilt damit als einer der aussichtsreichen Kandidaten für Leben. Dafür hier draufklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.